Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten FIFA 16 Squad Builder. Und an dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei meinem Freund bedanken. Wenn er das Video hier sieht, dann wird er sich schon angesprochen fühlen. Den Namen werde ich jetzt in dem Video noch nicht nennen. Falls ich ihn irgendwann nochmal nennen werde, dann nur mit Zustimmung. Aber wir werden uns gleich dem Squad Builder widmen mit 4-3-3-4 und mit Neto im Kasten, der hier gute Werte hat mit 84 und 85 bei Hechten und Reflexe. Von Juventus, ein Brasilianer. Rose haben wir dann mit einem 82er Pace-Wert von Tottenham. Und David Luiz ist natürlich auch, also es ist natürlich eine Bombe, muss man ganz klar sagen. Wird auch in FIFA 16 wieder unglaublich abgehen, da bin ich mir jetzt schon hundertprozentig sicher. Und als nächsten Spieler haben wir dann Marquinhos, auch von PSG. Nicht ganz so gut wie David Luiz, musste dann aber einfach wegen der Chemie da rein. Und natürlich haben wir, ich glaube es, ist jetzt kein Hybrid direkt, oder obwohl doch ist es. Aber es ist jetzt auch kein besonderes Team, aber es ist einfach so ein gutes, teilweise Starter-Team, so ein bisschen dazwischen. Falls jemand zum Beispiel schon eine Woche spielt, denke ich, ist es das drin, wenn man ein bisschen spart. FIFA 16, was erhofft ihr euch vom Gameplay? Hier sind die Karten, finde ich, sind eigentlich ganz gut gelungen, auch die Werte. Pereira haben wir da und Castro neben Diekmeyer, der jetzt übrigens wieder ein Goldspieler ist, was sehr gut ist. Der wird natürlich davon vom Preis runtergehen, aber den werde ich mir dann auf jeden Fall nochmal kaufen in FIFA 14, 15 mit, hier haben wir natürlich Delph, die Legende von Aston Villa müsste das sein, den müsste jeder kennen. Und den neuen Sterling, Bellarabi ebenfalls. Und dann haben wir im Sturm auch noch den, ich sag's jetzt schon mal, wir haben Dybala, ist auch ein klasse Spieler und ja, probiert diesen Squad einfach mal aus. Er ist wirklich gut, ist so ein Mix-Squad zwischen billig, mittel. Ja, und das war's dann auch schon wieder von meinem ersten FIFA 16 Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann Leute und ciao.